noch TikTok machen würde. Aber es ist ein bisschen problematisch mit TikTok hier. Jetzt geht's wieder, ne? Was hat er gerade eben gefragt? Zu wem haben Adam, Abraham und Moses vor der wundersamen Geburt Jesu gebetet, wenn Jesus Gott ist? Jesus ist doch schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sagt auch der Hebräerbrief, Hebräer 13,8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat schon von Ewigkeit existiert. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs und allen. Wer hat mehr Wissen, Rob Christian oder CP? Ja, CP hat mehr Wissen. Der Rob Christian ist sehr, sehr gut, aber er selber gibt zu, meint ja auch selber, ich komme niemals an das Wissen von Christian Prince ran. Niemals. Der ist heftig, der Rob Christian, ne? Sehr, sehr gut. Aber CP ist nochmal ein paar Stufen höher. Ne? Er ist der zig Hunderttausende von Muslimen aus dem Islam rausgeholt hat. Hunderttausende weltweit. Was meint ihr, was er da ausgelöst hat? Mit seinen ganzen Debatten und hast nicht gesehen, ne? Weltweit. Mann, ey, komm mal nicht mal raus hier aus diesem. Jetzt hört ihr mich bestimmt sehr gut, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt gerade in so einer kleinen Stadt angekommen. Das sieht hier so aus, als existiert hier gar keine Kriminalität. Kennt ihr das?
wo die Menschen noch ihre Häuser so auflassen. Alles sauber, alles voll schön, so eine richtig verschlafene Kleinstadt. Das ist heftig, ey. Wo sagt Jesus in der Bibel, dass er Gott ist? Johannes 8, 58, Johannes 8, 24, Offenbarung 21, 7, in Johannes 1, Vers 1 und die Apostel und alle geben Zeugnis davon. 1. Johannes 5, 20, Römer 9, 5, Johannes 20, 28, Apostelgeschichte 20, 28 und. 1. Korinther 1, Vers 1 bis 2. Nirgends, sagt er. Kannst du iranisch reden, oder? Waladam. Bekommt man Farsi Alpha Sanim, wir Farsi Alpha Sanim. No problem, no problem for me. Nie von sich selbst aus behauptet. Doch, Johannes 8, Vers 58, Johannes 8, Vers 24. Nimmt er doch Bezug auf den Namen Gottes im Alten Testament. Was ist das denn? Eine Oma fährt Roller. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin, hat er gesagt. Ja genau, ich bin, hat er gesagt. Wer ist ich bin? Stimmt alles nicht, was der hier labert. Er sagt es in Paulus 13. Er sagt es im ersten Band Timotheus. Band 1 Timotheus. Ich geh kaputt. Ey. Die Muslime sind die besten, herrlich. Ey. Die sind so heftig im Band 1 von Timotheus. Paulus 13. Ja, Johannes 12 ist auch noch sehr bezeichnend. Ab Vers 44, ne? Wer mich sieht, der hat den gesehen, der mich gesandt hat. Ist nichts anderes wie, wer mich sieht, der hat Gott gesehen. Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Eins im Wesen, der gleich ewige Gott. Johannes 17, 5, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also wir können ja bis morgen so weitermachen. Jesus Christus behauptet die ganze Zeit, Gott zu sein. Erst Johannes 5, 20. Wir wissen, dass der Sohn gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Philippa 2, Vers 6 bis 11. Denn wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Da hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit alle sich in den Namen Jesu Christi, alle Knie sich in den Namen Jesu Christi beugen, die im Himmel und auf Erden sind und bekennen, dass er Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Du bist süß, Mann. Ihr seid auch alle süß, Mann. Ihr seid süß, Mann.
So, wollen wir wieder weiterhören? Das ist, was es ist. Die Muslim-Books. Die Muslims sind stolz auf ihren Propheten, saying in ihren Büchern, dass das ist, was der Prophet did. So, what about the. Das ist krass, ne? Die Muslime verzeichnen sowas über Mohammed in ihren eigenen Büchern. Und das sind Muslime, die Mohammed lieben. Was ist auf einmal mit denen, die Mohammed hassen? Und uns. Dann erzählen würden, wer Mohammed ist. Wenn das, wenn sie darauf stolz sind. Muslime. Muslime. Dass das Mohammed ist. Ja. Mit den Feinden. Mit den Feinden von Mohammed. Mit den Feinden von Mohammed. Mit den Feinden von Mohammed.
bist eine Kafir. Eine Kafir. Du bist eine Kafir. Blicke eines Käfers. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt, ne? Käfer hier, Käfer da, Käfer hier. Kuffar. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen raus. Gleich, wenn ich auf der Autobahn zurück bin, komme ich wieder live, okay? Gott segne euch, ihr Lieben. Haltet immer an Herrn Jesus Christus fest. Betet für mich. Wer helfen kann, der helfe. Wer beten kann, der bete für mich. Und ja, ansonsten haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Macht's gut, bis später. Ciao. Auch wer stirbt, wer kann denn mit so einer Autorität reden, als wenn nur Gott allein, ne? Nur Gott allein kann dir ewiges Leben geben. Deswegen sagte der Herr Jesus in Johannes 11,25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Denn er wird ihm das ewige Leben geben. Amen. Wundervoll. Hört mal bitte heute, was der Klaus rausgehauen hat. Sehr, sehr gut. Endlich, endlich machen die Muslime das, was sie schon immer hätten tun sollen. Einfach den Koran abschreiben, der ja eh schon immer gleich geblieben, stets bewahrt und einheitlich. Die Muslime behaupten immer, dass der Koran Strich für Strich, Punkt für Punkt, Komma für Komma bewahrt ist von der Zeit von Mohammed bis in unsere heutige Zeit. Alles eine Lüge. Wir sagen, der Koran ist fehlerfrei. Wir haben immer gesagt, der Koran ist Strich für Strich, Wort für Wort und so weiter gleich. Keine Harmonisierung, keine Veränderung, uns ist nichts bekannt. Und übrigens, das ist jetzt ein wohlbekanntes, offenes Geheimnis. Wir finden redaktionelle Veränderungen, wir finden Interpolationen, wir finden Harmonisierungen, wir finden grammatikalische Veränderungen. Diese Probleme werden jetzt zum Mainstream. Was ist das? Was geht hier vor sich? Das sollte niemals öffentlich angesprochen werden. Ja, islamische Quellen berichten, als Uthman dann seine Koransammlung machen wollte, weil die Muslime sich wegen der Unterschiede in der mündlichen Rezitation gegenseitig verfluchten und als Ungläubige beschimpften, hat er einfach nach Abu Bakrs Koran geschickt, der ja bei Hafsa lagerte, weil sich keiner mehr für ihn interessiert hat. Ist ja logisch, der Koran ist eh immer derselbe, also kann man ihn einfach abschreiben. Ist schon witzig, wie Muslime das umschreiben, wenn ihre erfundenen und erlogenen Überlieferungen sich komplett widersprechen. Der zweite Bericht ist etwas komplexer. Als Uthman beschloss, den Koran zu sammeln, versammelte er ein 12-köpfiges Komitee. Ein 12-köpfiges Komitee? Also nichts mit einfach kopieren. Jetzt braucht man schon ein 12-köpfiges Komitee, um der Lage Herr zu werden. Ich war bei Uthman, als das Komitee den Mushaf verglich. Ja, und? Die haben doch sicher herausgefunden, dass alles genau so ist, wie es immer war und wie jeder den Koran kennt, oder? Er schickte mich zu Ubay bin Kaab mit einem Schulterknochen eines Schafes, der drei verschiedene Worte aus drei verschiedenen Suras enthielt, und bat ihn, meine Augen leuchten immer. Immer wenn ich Leute erniedrigen kann, leuchten meine Augen. Guck mal, was der da schreibt. Hört ihr mich?
Ja. Ja, die Kommentare hier sind wieder wundervoll. Voll ehrlich. Meine Augen glänzen so richtig, wenn ich Leute erniedrigen kann. Guck mal, was der da sagt. Das ist unglaublich. Which mean you will not. Übrigens, hört mal. Man fragt sich schon, wenn massenweise Leute den Koran eh auswendig kannten, warum muss man dann zu Ubay schicken? Und wenn Ubay so ein Spezialist war, warum hat man nicht bei den vielen anderen Abweichungen auf ihn gehört? Ja, die Muslime sagen ja, Ubay ibn Ka'b war der Meister der Rezitation. Und er selber hatte Abweichungen zum Mushaf von Ibn Mas'ud. Denn Ibn Mas'ud hatte nur 111 Suren. Und er hat die anderen Suren nicht akzeptiert aus Ubay ibn Ka'bs Mushaf. Wahnsinn, ne? Al-Fatiha war nicht Teil des Korans. Ganze Suren gingen verloren, ganze Verse gingen verloren. Ein einziges Desaster, die Entstehungsgeschichte des Korans. Deswegen sagte der Yasser Qadhi, das sollte man nicht öffentlich besprechen, diese Überlieferung des Korans. Weil es gibt Löcher in dieser Überlieferung. Ein einziges Desaster. Da, du bist kein Muslim, ne? Aber wieso redest du nur schlecht über uns? Wo rede ich denn schlecht über dich? Ich kläre nur über den Islam auf, so wie der Islam sich gibt. Und so wie der Islam auch uns das Ganze mitgegeben hat in den Büchern. Was die Gelehrten zu diesen ganzen Themen sagen. Und du siehst, dass viele Muslime unwissend sind. Und einfach so von ihren Gelehrten so angelogen worden und eine Schlaftablette verpasst bekam. Ja, wir sind hier, um das Ganze klarzustellen. Diese Lüge und Täuschung muss ja aufhören irgendwann mal. Das Einzige, was die Muslime können, ist nur die Leute umbringen, die den Islam verlassen oder gegen den Islam etwas sagen. Das ist das. Aber wir müssen entschlossen nach vorne marschieren und das Ganze nach vorne bringen und alles den Leuten zeigen, so dass es auch keine Ausreden mehr gibt. Und dass die Muslime da ihre Freiheit zurückbekommen, ne? Möge Allah ihnen recht leiten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum hat man nicht bei den vielen anderen Abweichungen auf ihn gehört? Aber dazu ein andermal mehr. Also da waren drei Worte, bei denen es Probleme gab. Nichts mit Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, Strich für Strich bewahrt. Zugegeben, das ist auch nicht eine Riesenkatastrophe. Sage ich auch nicht. Aber es widerspricht eben dem islamischen Märchen von der perfekten Bewahrung des Korans. Genau. Und ganz ehrlich, denkst du, dass das schon alles war? So steht es im Kodex von Hafsa, der Witwe des Propheten, geschrieben. Achtet auf eure Gebete, besonders auf das mittlere Gebet und das Nachmittagsgebet. So stand es in dem Koran, der für Abu Bakr zusammengestellt worden ist. Schlag mal deinen Koran in Sure 2, Vers 238 auf. Der letzte Versteil fehlt. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Unfassbar, es fehlen ja eh im Koran, im perfekten Buch Allahs, zwei der fünf verpflichtenden Ritualgebete. Übrigens hatte Aisha in ihrem Koran auch die längere Textversion. Und auch Ubay ibn Ka'b. Und Salama. Und ibn Abbas. Jedenfalls, so berichtet Umar bin Shaba, beauftragte Uthman mich zu Aisha zu gehen, um die Pergamente zu holen, auf denen der Prophet den Koran in seiner Gesamtheit diktiert hatte. Kannst du mich hören? Ey,
Bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass die Sunna lügt? Bist du schon mal auf die Idee gekommen? Hast du schon mal nachgedacht und hast gesagt, Nein, ey, bist du schon mal, sag mal ehrlich, ich bin ein Mädchen. Ich bin ein schon mal auf die Idee gekommen? Aber die Sunna lügt. Aber das, was dieser Mann sagt, das steht doch gar nicht im Koran. Du sagst, Mohammed hat eine Sechsjährige geheiratet. Das steht doch gar nicht im Koran. Komm zum Islam, Jesus ist Satan. Das ist ein Jesus ist raus, Jesus ist Jesus ist Satan. Komm zum Islam, Jesus ist Satan. Jesus ist der verfluchte Satan. Ist wahnsinnig. Jesus ist Satan. Das war wieder Imam Mehdi. Wieder übelst heiß hier drin, ey. Gott segne ihn, ja. Der kommt immer mal wieder hier rein und will uns von seiner wundervollen Intelligenz beeindrucken und will uns dann teilhaben lassen. Hallo. Hallo. Hi. Ich wollte nur sagen, hi. Ich bin selber Christ. Schau mal, ich schaue dich jetzt schon länger an, also seit ABK. Aber ich finde so, ich bin ehrlich jetzt zu dir, ich finde so, dass du ab und zu schon ein bisschen unter die Gürtellinie gehst. Ja, meinst du? Okay, der hat es jetzt gerade auch gemacht. Der hat es auch gerade gemacht, aber der ist schon verloren. Aber ja, ich finde schon, gehst du schon über ein bisschen. Ja, ich komme nicht auf die Gedanken mit. Ich kritisiere nur einige Texte und stelle den Islam in Frage und rufe die Menschen zu Jesus Christus. Ist das unter die Gürtellinie oder was? Nein, natürlich nicht. Ja, okay, dass man jemanden beleidigt. Du kriegst wahrscheinlich auch Nachrichten, oder? Ja, du siehst doch, sobald ich beleidigt werde, sehe ich doch. Ja, ich sehe. Das ist schon okay und so, aber ich finde, das ist trotzdem zu viel Stress und zu viel Aggressivität einfach in den Stream so. Aber es kommt leider auch von. Aggressivität? Ja. Ja, wir sind halt auch ein Talent. Ja, manchmal kommt das so rüber. Als nein, wären wir aggressiv, nicht. Aber wir meinen das so. Ich meine jetzt nicht von dir, ich meine jetzt von vielen Moslems. Finde ich halt, muss da ein besserer Ton herrschen so. Wenn irgendwas. Ah, von den Moslems aus. Ja, die Situation ist immer so, dass ich das mir anschaue und irgendwann mal dreht halt einer durch. Aber ich finde, es ist zu viel halt. Normal, ja, es ist zu viel irgendwie, ich weiß nicht. Wenn jemand wütend macht, was da drin steht, ja, dann vielleicht. Die das bringen. Verstehe kein Wort. Ja, schlechte Verbindung jetzt hier. Hallo? Ja, ich höre dich, ja. Jetzt. Ja, nee, ich habe nur schade gefunden, dass ab und zu wirklich unter die Gürtellinie das Ganze geht. Von beiden Seiten auch. Ja, ich habe auch viele christliche Streams. Ich bin selber Christ. Aber die Beleidigungen kommen auf jeden Fall von den Moslems. Sorry, wie ich sage, aber ich höre mehr Beleidigungen vom, ja. Von den Anhängern des Friedens, ne? Von der Religion des Friedens. Ja, viele sind auch unwissend und machen das. Das ist halt das auch das Ding. Und dann streiten sie sich. Ja, ich finde das irgendwie, keine Ahnung. Es geht ja um den Glauben und da sollte man sich nicht streiten. Wenn jemand eine andere Meinung hat. Ja, klar, natürlich kann man über einiges reden, ne? Aber die fühlen sich halt immer sehr, sehr beleidigt, sobald man irgendwas kritisiert oder in Frage stellt. Das ist echt heftig. Ja. Und der vorige Typ, wer war das? Wie hieß der? Der hat doch irgendwas gesagt, Jesus ist der Teufel, oder? Jesus ist Satan, hat der gesagt. Der mein ist. Gott. Ja, der ist der psychischen Knacks weg.
Ja, aber er sagt von sich selbst aus, dass er der Imam Mahdi ist. Ja, ja. Er nennt sich selber Imam Mahdi. Jesus ist doch ein Prophet im Koran, deswegen verstehe ich jetzt nicht seine Aussage halt. Ah, der ist ein bisschen daneben, der ist Banane, der Typ. Der sagt, Sunniten und Schiiten sind Kuffar und sind Götzendiener und so, ne? Das ist sehr, sehr streng, so streng, ja. Mein Gott. Es ist auf einer Seite auch fanatisch, würde ich sagen. Ja, ich glaube, der lebt in der Irrenanstalt oder sowas, keine Ahnung. Ja, und wie lang machst du das dann mit dem, also TikTok und so? Also bevor Gott befriedigen, sage ich jetzt mal. Ach, gut, danke. Was? Ich habe gesagt, wie lange du das schon machst, das Wort Gott predigen im Internet, oder? Ja, also ich habe mich vor ungefähr 10 Jahren bekehrt, so 19 Jahren, und mache diese YouTube-Geschichte seit so 5, 6 Jahren. Und jetzt TikTok mache ich seit ungefähr ein paar Monate. Okay, okay. Und hast du auch Hassnachrichten? Kriegst du auch Nachrichten, Beleidigungen? Ich bekomme nur Liebe. Nur Liebe bekomme ich von den Leuten. Nur Liebe, okay. Genau wie das F im Islam für Frieden steht, so viel Liebe bekomme ich dann auch von den Muslimen, die nur Liebe in sich haben. Die beleidigen sich so richtig hart, oder wie? So wirklich, oder? So Mütter beleidigen alle dabei. Nein, die machen immer so. Oh, Dr. Sheikh Abu Hamid, du bist so wundervoll, dass du den Islam widerlegt hast und viele Muslime aus dem Islam rausgeholt hast. Das hast du super gemacht, mein liebster aller Sheikhs. Ja, ja. Okay, verstehe. Aber auf der Straße oder so ist so nichts passiert, oder? So, hast du jemanden vielleicht, dass sich jemand erkennt oder so? Überall werde ich doch erkannt. Nein, hör auf. Ja, klar. Und dann? Was passiert dann? Also was ist die Situation? Ja, die Situation ist dann sage ich, komm mal hochgepackt auf meine Schultern. Und dann laufen wir mal so eine Runde mit den Muslimen. Dann machen wir Fotos, die kommen auf meine Schultern und so. Ja, verstehe, okay, alles klar. Also nicht so gut halt, oder? Wie ist so eine Sequenz, you are my best friend. Ach krass. Was soll ich da machen? Ja, nein, Mann, die meisten Muslime sind eigentlich sehr, sehr normal in der Birne. Nur es gibt einige natürlich, die sehr, sehr gewaltbereit sind. Aber so die meisten sind so eher so gediegen. Okay, aber Gewalt ist noch nicht passiert, oder? Nee. Okay. Ja doch, es haben schon versucht, 2-mal Leute mich zu ermorden. Ne? Was? Ja. Du gleich? Mich würde auch nicht wundern, diese 7 Leute, die in NRW festgenommen wurden, dass die eventuell auch noch vorhatten, mich zu ermorden. Das ist unglaublich. Ey. Krass. Dass es so weit geht, das ist schon extrem. Ja. Jeden Tag kann mein letzter Tag sein. Deswegen, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Nur ich versuche noch die ein oder andere Seele noch irgendwie, die sich hier drinnen bei mir rumtummelt, noch aufzuklären und sie zu Jesus Christus zu rufen. Amen, amen, ja. Ja, das ist gut. Aber hast du Angst? Aber kann man sagen, dass du Angst um dein Leben hast? Kann man das sagen? Wenn ich um Angst um mein Leben hätte, dann würde ich das gar nicht mehr machen. Ja, das stimmt. Ja. Aber du bist mutig, dass du es hier machst. Ist das nicht krass? Die Muslime dürfen in Deutschland alles sagen, was die wollen. Nichts passiert ihnen. Sobald man aber etwas über den Islam sagt, da brauchst du ein schnelles Pferd. Dann siehst du, wie krank das ist? Da brauchst du einen Porsche, Alter. Ja, klar, natürlich, so ist es. Ja. Ich meine, zu den Extremen, das ist schon da, hört es bei mir auf. Ja, daran merkst du, ne, wie ungerecht sie eigentlich sind. Ne? Durch die Straßen schreien, dass Jesus nicht Gott ist und so, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Aber sobald man sagt, dass Allah nicht Gott ist, dass Mohammed nicht ein Prophet war, da ist man tot. Da ist man tot. Guck dir das an. Ja. Du
Ding. Du wegen Worte eigentlich, nur wegen Worte bist du umgebracht eigentlich. Du machst ja nichts eigentlich. Du machst ja gar nichts. Du bist da in dein LKW drin und tust das Wort Gottes predigen. Mehr machst ja nicht. Und deswegen wollen die dich umbringen. Das ist schon krass, das der Fall. Ja, gut, wir haben ja jetzt sehr oft hier noch gezeigt, dass der Islam kompletter Quatsch ist und man dem Islam überhaupt nicht folgen kann. Das ist natürlich für einige sehr, sehr problematisch, weil sie die ganze Zeit dachten, dass der Islam die Wahrheit sei. Und dann sehen wir auf einmal diese ganzen wissenschaftlichen Fehler, historische Fehler, ohne Ende Widersprüche, Allah kennt die Zukunft nicht und, ach. Ja, ja. Und aber einiges zu bieten, ne? Was? Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden jetzt. Was? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Ich habe gesagt, da haben wir einiges bewiesen und das kann man nicht so einfach weg erklären. Es sei denn, man ist natürlich unehrlich und blendet die ganzen Bestandteile aus. Also, von daher. Ja, ja. Ja, ich habe schon viel gesehen, halt, dass auf einmal irgendwas ist und man sauer wird. Aber es steht halt da drin, was soll man machen? Was? Es steht halt da drin, was soll man machen? Ja. Hast du noch eine Frage? Da braucht ja keiner sauer werden. Was? Hast du noch eine Frage? Nee, das war's schon. Fast. Ich wollte nur, wollt nur sagen, dass du sympathisch bist und ja, mach dein Ding, hau rein, lass dich nicht erwischen von irgendeinen. Lass dich nicht erwischen, genau. Hol mal diesen verrückten Propheten wieder hoch. Ich will über den lachen. Er ist mächtig, der ist doch wahnsinnig, ey. Ja, der Imam Mehdi ist schon eine große Nummer. Ich hab der ist ein riesen Schiochen. Der ist einer der heftigsten Imame, die es hier in Deutschland gibt. Imam Mehdi. Ich hab mich weggeschmissen, ich kannte den nicht. Ich gucke in TikTok. Auf einmal sehe ich so einen Typ mit einem Stock in der Hand. Digga, ich hab mich nur noch weggeschmissen, Bruder. Alter, Digga, was ist mit den Menschen los? Ey? Jesus hat das gesagt. Man muss für ihn beten, dass er da wegkommt von diesem Zeugs, was er da sagt. Aber ich glaube, der hat einen Schacks ab. Jesus hat doch selber gesagt, nach mir kommt keiner mehr. Oh nee, ey, klar, ich hab mich, schade, dass du ihn weggeschmissen hast, rausgeschmissen hast. Ich hab mich so gefreut, ihn zu hören, aber er hat ja gleich wahnsinnig angefangen, ne, mit seinem Teufelblödsinn da, weißt du, was ich meine? Ja. Aber Digga, der Typ ist der Hammer, ich schwör, TikTok ist übertrümpft sich immer wieder, ne? Alter, ich schwör, ich hab mich kaputt geschmissen, ne? Egal, ich wollte das nur nochmal sagen, ne? Wenn der wiederkommt, okay. Bin ich wieder hoch. Alles klar, Gott segne dich, mach's gut, ciao. Ciao. Murtad, your blood is halal. Dawlat al-Islam baqiya. Your blood is halal. Dawlat al-Islam baqiya? Baqiya. Also du sympathisierst mit dem Islamischen Staat? Eins, zwei, drei. I don't understand. I don't understand your German. Ah, you speak English? Yeah, English. Ah, okay. You love the Islamic State? No comment. What? No comment. How no comment? Say it like beer. The Islamic State is welcome here. No comment! Aber erstmal sagt er so, Dawlat al-Islamia Baqiya, das heißt, der islamische Staat bleibt hier! Bleibt! Und dann auf einmal sage ich, ja, du liebst den islamischen Staat, sagt er. Kein Kommentar! Kein Kommentar! Ja, super! Nimm mich an. Sahaba TV, du hast nur 12 Follower. Du brauchst 1000.
Hi Amir, Gottes Segen. Ja, Gottes Segen auch dir, Olli. Nur ganz kurz, wo finde ich nochmal dieses Video, was du letztes Mal abgespielt hast, wo Mohammed und Jesus verglichen wird mit diesem A, B, C, D? Achso, das ist auf irgendeinem TikTok-Account. Weißt du, wie das heißt? Ja, warte mal. Das müsste jeder teilen. Ah, ich glaube, das wurde gelöscht, heftig. Ja, ja. Schade. Vielleicht findet man das auch noch irgendwo anders. Was? Vielleicht findet man das auch irgendwo anders noch. Aber das ist das Heftigste von allen. In Surah 33, Vers 56 of the Quran, we read: Surely Allah and his angels pray to the Prophet. Oh, you who believe, pray for him and salute him with a worthy salutation. Allah and his angels pray for the Prophet. After 20 years of researching Islam, you come with this. Okay, let's deal with one. Also, der David Wood hat behauptet, dass in Sure 33, Vers 56 steht, dass, also im Arabischen, alle Araber können es ja lesen, dass diese Salawat der Gebete sind und keine Segnungen. Und dann sagt der David Wood, dass der Allah zu Mohammed betet. So, und dann sagt, wie wird der Mohammed Hijab das Ganze lösen? Guck mal hier, was der sagt. One by one. He says, Allah says, that Allah yusalli ala al-Nabi. And he's here saying that he prays to the Prophet. There's a difference between yusalli lahu and yusalli ala in the Arabic language. I knew this was going to happen. Come on, come on. Die Muslime, wie verzweifelt, die klatschen einfach in die Hände. Ja, sehr gut gemacht, Mohammed Hijab. Und wollen somit den Eindruck erwecken, dass David Wood jetzt widerlegt wurde. So sind sie. So sind sie. Einfach aus dem Nichts irgendwie in die Hände klatschen und sagen, super gemacht. Und guck mal, was Mohammed Hijab jetzt sagt. Also der hat zugegeben, dass Allah betet. Er betet. Er betet nicht zum Propheten, er betet für ihn. Ja super, wenn Allah betet, wenn Allah für den Propheten betet, zu wem betet denn dann Allah, wenn er selber der Gott ist? Ja, das war der größte Knockout, den er dem Islam geben konnte. Die Muslime, hast du die Klatschen in die Hände? Ah, super gemacht! So bekloppt! Ja. Ja, die sind alle verblendet, Mann. Das ist ja genauso, wie auch das Thema vorhin war. Mann. Traurig ist das! Traurig! Die machen alle hier auf Muslime, aber würde ich einmal oder würden die ganzen Euro-Shisha-Moslems einmal in der Scharia leben, die werden nach einem Tag sofort wieder rausgehen, weil die gar keinen Bock drauf hätten, weil die alle dieses europäische Leben leben wollen. Als würden die gerne ihre Freiheit aufgeben und dann den ganzen Tag nur Religion haben. Die haben eine Abneigung gegen Religion, Mann. Das ist einfach lächerlich. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, ich finde dieses Video nicht, ne, Olli? Ja, falls du es findest, glaub, dann kannst du es ja bei, falls du, findest, kannst du es ja bei Insta oder bei YouTube veröffentlichen oder so. Ich denke, irgendwo findest du es noch auf sagen wir schnell, auf Instagram gibt es das, glaube ich, auch noch. Ja, die TikTok löscht ja so gut wie fast alles. Mhm. Ja. Na gut, mein Lieber, ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Gottes Segen. Bis dir auch, mein Lieber. Mach's gut, ja. Gottes Segen. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich habe keinen Nerven für immer mit dir jetzt. Servus, Amori.
Eine Frage noch, ich will nur eine Frage stellen. Danke. Was sagt die Bibel zu der LGBT? Was sagt die Bibel zu LGBT? Ja. Ja, ist nicht einverstanden mit LGBT. Ja, mach weiter, also mach offener, sag mal, also sag nicht so einfach, aber sag, rede was? Mal. Rede mal über das. Nicht sagen, okay, ist nicht einverstanden. Mach mal auf das Thema. Was finden Sie? Also, ja, sag ich doch, die Bibel ist damit nicht einverstanden. Und der Apostel Paulus hat das ja auch erwähnt, dass der Mann den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen hat und seine Sinne durchgebrannt sind und er mit gleichgeschlechtlichem Verkehr hat. Ne? Das ist ein Gräuel im Auge des Herrn. Aber Gott sei Dank leben wir nicht mehr im alten Bund. Das wurde ja so wie zu Israel gegeben. Wir leben im neuen Bund aus der Gnade zum Herrn Jesus Christus. Und wir dürfen die LGBTQ-Gemeinschaft das Evangelium verkünden, die frohe Botschaft, dass auch sie gerettet werden können. Gott sei Dank sind wir ja nicht wie die Muslime, die eines Tages, wenn die Scharia hier herrscht, diese Leute von Hochhäusern schmeißen. So heftig ist das. Wie willst du denn retten? Wie willst du das machen? Bitte? Sind sie psychisch krank? Sind die krank? Oder wie willst du sie retten? Sind die krank oder haben sie einige psychologische Probleme? Oder was haben die? Sind die krank? Ich weiß nicht, woran das liegt, ja, an dieser Gleichgeschlecht. Das ist so ein psychologischer Akt. Aber die sagen, das kommt von Gott. Kann natürlich gerettet werden, ne? Sobald er die Botschaft hört, den Herrn Jesus Christus annimmt und ablässt davon, versucht das so gut wie geht wegzulassen, dieser gleichgeschlechtliche Verkehr, und den Herrn Jesus Christus als Herrn und Heiland bekennt, dann hat er auch eine gute Chance, gerettet zu werden. So ist ja, das. Aber es wird ja immer Werbung gemacht in Europa. Was willst du dann gegen tun? Es wird ja, ich weiß, dass der Satan hat ja sowieso das Sagen hier auf dieser Erde. Und er versucht durch diese ganzen Manipulationen selbst jetzt anzufangen, die Kinder zu indoktrinieren, ne? Dass die ihr Geschlecht aussuchen dürfen und alles. Das ist heftig. Dass es zwei Geschlechter hier auf dieser Erde gibt, das wird komplett so verneint und abgelehnt und man will so sich von Geschlechtern machen. Das ist ja Quatsch. Wir alle kommen aus einer Frau. Jeder Mensch wird geboren von einer Frau und durch den natürlichen Verkehr zwischen Mann und Frau. Okay, passt. Halt. Ja, möge Jesus Christus dich segnen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Bruder, ich glaube an nichts. Was ist denn? Du glaubst an nichts, schade. Wenn du eines Tages in den Tod gehst, dann wirst du für alles bezahlen, was du in deinem Leben getan hast. Das macht mich sehr traurig. Du auch, oder? Ja, ich habe einen Anwalt. Ich habe einen Anwalt, Jesus Christus. Du gehst ohne Anwalt im Gericht. Bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? Aber 1 Million %ig. Ja. Was machst du dafür jetzt? Was machst du? Ich habe mein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben und folge ihm auf Schritt und Tritt nach. Ja, was denn? Du siehst ja, dass ich jeden Tag nicht mehr da sein kann. Gehst du jeden Tag beten oder gehst du jeden Tag jemand anderen helfen oder machst du für die Menschheit was? Was machst du? Wir haben keine Werksgerechtigkeit. Allein der Glauben wird dich retten an den Herrn Jesus Christus. Okay. Werksgerechtigkeit ist vom Teufel sowas. Dass du Werke vollrichten musst und damit spuckst du dann quasi aufs Kreuz des Todes Jesu Christi, der alles für dich bezahlt hat. Ich sagen wir mal, ich würde eine Religion wählen, okay? Christum oder Muslim, also den Islam. Mir würde dann passen, wenn ich zum Beispiel jeden Tag fünfmal den Tag mich wasche, okay? Die Bete, und das hilft mir sowieso, schau, das hilft mir zum Zauber sein, also mein Körper ganz sauber. Das macht auch Sport, wenn ich jeden Tag fünfmal bete, das macht mir auch Sport, das ist auch gesund, oder? Das hat eine Idee, das hat eine Logik, oder? Ja, meinst du nicht, dass das irgendein Zwang ist, den man da vollzieht? So ein, Zwang? Gott hat das, nein, ein Gott hat das, also Menschen gegeben, dass sie Sport machen irgendwann, weil ja, nicht immer zu Hause sitzen, nichts tun. Ja, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Du erzählst dir gerade von sauber machen und dann kommst du auf einmal mit Sport. Ja, aber du machst dich sauber und dann betest du oder nicht, fünfmal am Tag.
Ja, okay, und der Herr Jesus Christus sagt im Alten Testament durch den Propheten Jeremia, Kapitel 2, Vers 22, egal wie oft ihr euch wäscht und euch sauber macht, euer Dreck bleibt vor mir bestehen, weil keiner kann euer Herz reinigen. Also Bruder, dieses äußerliche sauber machen, das bringt vor Gott nichts. Das ist Unsinn, Mann. Schau, Bruder, wenn du stinkst und ich nicht, was ist damit? Stell dir vor, dein Mund, du stinkst und ich nicht. Ich bete, ich mache Sport, ich bete fünfmal am Tag, ich mache Sport. Du sitzt nur zu Hause und sagst, okay, mein Herz ist sauber. Ich glaube an Jesus. Das passt, oder was? Ja. Wie natürlich passt das. Natürlich. Wer kann denn dein Herz reinigen, das voller Müll ist? Wer kann das reinigen? Bruder, was jeder denn? Kann sich doch waschen. Jeder kann sich doch äußerlich waschen. Kannst du dein Herz waschen? Ja, er macht dann damit. Er betet fünfmal am Tag. Er muss dann fasten. Er muss dann seine. Was er ja, und am Ende weiß er nicht, ob er gerettet ist. Ja, super. Was ist das für eine Religion, Mann? Bruder, ist das nicht Logik, wenn man für was Gottes tut und der andere sagt nur, ja, okay, ich liebe Jesus, ich bin weg von den Jesus, ich bin der Beste, ich gehe in den Himmel. Aber ja, du kannst ja selber bezahlen, Gott zwingt dich ja nicht. Gott zwingt dich ja nicht daran zu glauben. Aber warum solltest nicht? Du ohne warum Jesus Christus... Nicht? Warum Gott, er dich Gott zwingt Bruder? Dich ja nicht wie im Islam. Im Islam ist es so, dass du unter Zwang einmal gefragt wirst und unter drei Optionen gestellt wirst. Islam Bruder, annehmen, Jesus bezahlen oder Tod durch das Schwert. Das macht der Jesus nicht. Er lässt dir die nicht? Wahl und sagt, entweder möchtest du an mich glauben oder du musst die Konsequenzen tragen nach deinem Tod. Bruder, ist das zu Dings? Ist das zu frei, Bruder? Ist das zu Dings? Also, wie soll ich sagen? Ist das zu locker? Weißt du, was ich meine? Macht alles und ist es locker? Okay, okay, Kirche beten. Ja, du glaub, kannst ja mal versuchen, Christ zu sein. Das ist unmöglich. Unmöglich ist das, Christ zu sein. Alles Bruder, aber jetzt schau, du bist andere Christen. Es gibt auch Engländer, keine Ahnung, woanders sind. Das sind andere Christen wie euch, Mann. Das sind nicht wie, also, das sind ganz anders. Oder? Es sind nicht alle. Ja, natürlich gibt es verschiedene Menschen, die irgendwie ihre fleischlichen Begierden ausleben. Aber du musst schauen, was der Jesus gesagt hat. Und daran musst du dich orientieren. Immer die Schablone anwenden. Jesus sagt das, wie verhält er sich? Verstehst du? Oder Jesus war ein guter Mensch. Wollte er ja. Jesus ist ein guter Mensch, ist ein Prophet von Islam, ja, von Muslimen, ist auch Prophet, ne? Also der ich glaube, du wolltest gerade sagen, ein Prophet von uns, ne? Ich glaube, du bist Muslim, aber was sagst du? Nein, ich glaube, ich recherchiere mich, ich lerne nur, ich bin nicht Muslim, also nicht genau Muslim, was? Also ein Muslim, du weißt, wie ein Muslim ist, oder? Du weißt, wie ein Muslim ist. Der muss beten, der ja, muss was alles denn machen. Zum Beispiel, was hältst du denn zum Beispiel von jemandem, der zu dir nach Hause kommt, du nicht zu Hause bist, er deine Frau mit dem Blick anguckt und sie dann braucht. Was ist das für ein Typ für dich? Bruder, du hängst, warte mal, du hängst. Du hängst. Dein Internet ist schwach. Bruder, schau. Kannst du mich hören? Nein, du bist... Du hängst gerade. Ja, jetzt, glaube ich. Ja, jetzt schon. Was hast du gefragt? Frag mal nochmal. Ich habe dich gefragt, was hältst du denn von jemandem, ja? Der zu dir nach Hause kommt, ja? Ist zu Hause ist und deine Frau ist und den Blick guckt und dir die Frau ausspannt. Was ist das für ein Typ für dich? Bruder, irgendwelcher Typ kann nicht zu mir nach Hause kommen. Was redest du da, Mann? Ich meine nur, stell dir mal vor, das wäre passiert. Stell dir mal vor, das würde dir passieren. Was hältst du von so einem Menschen? Das ist ein Dreckmensch, wenn er auf meine Frau schaut, Bruder. Der verheiratete Frauen anguckt, sie in seinem Herzen begehrt und sie einem ausspannt. Was ist das für ein Mensch? Bruder, das ist kein guter Mensch dann. Das ist kein guter Mensch. Was ist kein guter Mensch, ne? Ja, jetzt kommst du auf Mohammed jetzt, oder?
Ich will damit sagen, hat dieser Mensch Berechtigung ins Himmelreich zu gehen oder hat er verdient, in die Hölle zu kommen? Das weiß nur Gott, Bruder. Er kann auch danach gute Taten machen. Wer war das? Er kann auch nachher dann gute Taten machen. Aber man kann gute Taten machen und dann ist das ausgelöscht. Bruder, das weiß nur Gott, Bruder. Das im Koran steht auch. Das weiß nur Allah, was nachher passiert, Bruder. Du kannst auch als ein Hure. Also, du gibst doch gerade zu, dass du ein Moslem bist. Warum lügst du mich so an? Warum lügst du mich an, dass du kein Moslem bist? Hast du gesehen, wie ich dich entlarve? Bruder, nicht wegen das. Ich lerne nur. Ich schaue nur durch, weißt du? Nein, du lernst nicht. Du schämst dich gerade selbst zuzugeben, dass du Moslem bist. Bruder, warum check ich? Ich will nur dir was fragen. Okay? Ich darf eine Verstoßverwarnung bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss raus und komm nochmal rein. Ah ja, Allah weiß das doch nur. Ich komme jetzt.